der Wagen da? Und da hinten kommt auch eine Schule. Ich glaube, das ist eine Mittelschule. Erstmal sind die Kinder deutlich größer. Kann man eigentlich nicht mehr Kinder nennen. Es könnte ja auch die Oberstufe sein, aber ich glaube, das ist noch die Mittelstufe. Die sind gerade am Trainieren. Das ist richtig heftig, wie die japanischen Schüler trainieren müssen. Das habe ich schon oft gesehen, wenn wir morgens mal ganz früh unterwegs waren am Wochenende. Samstagmorgens um 7 stehen die hier auf diesem Feld im Park und trainieren Baseball. Baseball ist hier so mit der beliebteste Sport. Ah, jetzt habe ich die 10-Minuten-Grenze überschritten. Ich hoffe, wir können das nachher cutten. Habe ich nicht aufgepasst. Egal. Ja. Ein Bus. Busse sind meistens leer, finde ich. So. Ich würde mir ja gerne mal eine japanische Schule von innen ansehen, aber dazu hat man ja leider nicht die Möglichkeit. Man kann ja noch nicht mal aufs Schulgelände rauf, wie in Deutschland. Da kann man ja einfach auf dem Schulgelände raufgehen, aber hier sind die abgesperrt. Hier ist auch eine Schülerin. Die hat bestimmt Schulschluss, wa? So früh. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gegen den Baum laufe. Ich gucke ja die ganze Zeit nach rechts. Das ist eine Übersicht über den Park. Takanekido. So heißt das hier. Wobei ich dachte eigentlich, dass das hier immer noch Kita Narashino ist. Das ist aber auch keine Ahnung. Ist irgendwo auch egal, ne? Hier kann man den Schulhof noch mal schön sehen. Nur die Bäume stören so ein bisschen. Die Häuser sind alle eng an eng, dicht an dicht. Eng an eng ist ja auch schönes Deutsch, ne? Hab ich echt gut gemacht. Ja, wir haben heute auch wieder wunderschönes Wetter. Wie fast immer. Es ist nur ziemlich kalt. Es sollte eigentlich auch schneien über Nacht, aber das hat es nicht. Wie man ja sieht. So, dann können wir eigentlich wieder zurück, weil wir sind jetzt so gut wie, ja, wir sind eigentlich rum. Jetzt sind wir schon wieder bei der Grundschule von vorhin, nur von der hinteren Seite. Laut hier. Autos, Flugzeuge, Lastwagen. So, jetzt haben wir mal die Chance.
uns hier mal ein bisschen genauer zu gucken. Ein paar Kinder sind noch draußen. Das ist halt wieder die Grundschule, da hinten ist noch eine Turnhalle. Erinnert mich jetzt total an Mila Superstar, Attack Number One. Da habe ich immer so gerne geguckt. Aber ich gucke es auch immer noch gerne, muss ich ja sagen. So. Ich glaube, jetzt kann ich mal Schluss machen. Weil sonst wiederholt sich das ja nur. Und es ist so laut.